nicht. Shit. Wieso greift er mich so von so weit an? Ja, toll. Jetzt kann ich mich ausruhen. Der war ja weit weg. Wieso griff der mich hinterrücks an? So ein Schlingel. Winziger Nerz. Ich weiß nicht, was. Wieso die auf Nerz kommen? Ist ja nicht so ein Tier, wo man kennt. Und die meisten gar nicht kennen. Oh, diese Berge. Wo ist das? Richtung da. Was sind diese Berge? Und ich glaube, das ist die Insel für die von den Süden. Die Startinsel. Ja, komm, wir laufen jetzt einfach. Und es ruckelt so. Die Kamera bewegt sich so komisch. Ja, heute ist die Wandersfolge. Leider ohne Reittier, aber es kommt bald. Einfach mal so ein kleines Pferdchen oder so, das reicht für den Anfang. Was macht der Baum? Der ist ja ganz platt. Der wächst ganz platt. Hier irgendwo Weihnachtsbäume. Ich habe bis jetzt nur Gold von den Weihnachtsbäumen bekommen. Das ist ein bisschen verarschen. Und wieso leckt das jetzt? Server, bitte das lecken. Hey, ich habe 60 FPS. Das liegt nicht an mir. Das liegt am Server. Ja, das liegt auf dem Server. Ja, das liegt auf dem Server. Du hast. Aha, das schneidet. So. Bla bla bla. Ja. Geht? Nein. Also, geht jetzt hier irgendwo hoch? Ich will eine Abkürzung machen. Ja, bringt's irgendwie nicht. So. Sitzen wir da. Jetzt müssen wir noch ins andere Dorf gehen. Hier noch eine Quest irgendwo. Schauen wir mal. Da nicht. Kann man irgendwie hinten rein, dort im rechten Haus? Nee. Schade, dass die Quests nicht am, im Dingbildschirm, also auf der Karte sichtbar sind. Das ist ein bisschen ein Kritikpunkt.
was das schmerzt mich. Also zum Händler will ich. Nein, das ist ein Wächter. Der Händler ist gar nicht hier. Aber wo denn? Ist da ein Waffenschmied? Waffenschmied, Waffenschmied. Bogner. Probier es mal der Trainer. Wir haben zu wenig Punkte. Ich will nämlich den Neufels gehen. Also dann gehen wir die nächste Stadt, wenn hier keine Quests mehr gibt. Mit sehr langsamen Schritten. Ich bin es gar nicht mehr gewöhnt, so zu laufen. Ja, auf dem Server von Minecraft geht es vorwärts. Es läuft sehr gut. Ich danke mich für alle, die kommen und auch etwas bauen für uns. Also auch für sich etwas bauen. Das sagt, dass das Projekt sehr gut ankommt. Und ja, ich freue mich auf weitere Personen. Wir haben auf 12 Slots erhöht, also ihr könnt locker drauf kommen. Werden nie mehr als 12 sein momentan noch, aber ja. Ja. Wir bauen jetzt gerade eine Arena, dann können wir die Gilden, also das sind jetzt bei uns Völker, Gildenkämpfe machen und so. Da machen wir noch ein Rathaus für Besprechungen. Das ist dann das Land, also das Reichs, also für jedes Reich das Rathaus, das Zentrale. Und dort können wir Sachen planen wie Schlachtzüge, Kämpfe miteinander und solche Sachen. Es passiert leider momentan nicht viel im Spiel. Ich hoffe, ihr begnügt euch mit ein bisschen Reden. Ich habe leider nicht so viel zu erzählen von Regnum. Ja, halt meistens in Minecraft, weil ich außerhalb von den Aufnahmen eigentlich nur Minecraft spiele momentan. Weil eben Regnum ein bisschen zu langsam und langweilig wird, wenn man levelt und keine Items findet und nicht so richtig levelt. Helluland. Also Alisios hat die schönste Mauer, finde ich. Die gefällt mir. Ja, heute habe ich gerade eine Farm gebaut in Minecraft. Und also die Scheune habe ich mal gebaut. Jetzt mache ich dann die Getreidefelder. Ist dann noch recht interessant, also habe ich eigentlich nie gebaut eine Scheune. Doch einmal habe ich eine Scheune gebaut. Boah, jetzt habe ich gerade Ranzenpfeifen, weil wegen den Schmerztabletten. Also Ranzenpfeifen ist bei uns das Bauchweh. Übrigens. Wenn der Ranzen pfeift.
Hoffentlich haben wir hier genug Quests, damit wir nicht wieder zurücklaufen müssen und so. Es gibt echte Stammkunden bei uns auf dem Server, die bauen immer etwas auf. Sind eigentlich die ganze Zeit dran. Ist richtig nett von denen. Ich danke euch dafür. Ja. Ich hoffe, das ist bei Regnum bald auch so. Da können wir richtig viel Spaß haben, dann werden die Let's Plays automatisch besser. Also ihr könnt da sehr viel dazu beitragen, wie es euch, ja, wie die Let's Plays für euch werden. Und da habt ihr sehr guten Einfluss darauf. Es reicht schon einer, wenn schon einer kommt. Heute kommt so einer, aber der ist momentan offline. Und ich nehme natürlich dann, wenn er ist, noch mehr auf, dann habe ich mal ein bisschen Vorrat folgen. Und ich habe so viele Festplattenspeicher noch. Ich könnte 5 Tage ohne Unterbrechung aufnehmen. Und die Videos sind ungefähr 4,5 GB groß. Also und die lade ich so hoch. Viele Let's Player tun ja die Rendern auf irgendwie 100 Megabyte runterschrumpfen oder so. Ich brauche das nicht. Bei mir geht es nur ungefähr eine Stunde. Dafür ist die Qualität bei mir top. Sie ist eigentlich so, wie ich sehe, seht ihr es auch. Und das ist prima. Das ist doch ein super Angebot. Diese Trolle. Weil die Ugge. So, schön am Meer gelegen. Ja, gefällt mir. Also Minecraft ist einfach ein cooles Spiel und da kann man immer etwas finden, wo man bauen könnte oder Schlachten führen könnte und so. Auch Path of Exile ist richtig genial, da mache ich auch bald wieder Videos davon. Und ja, Regnum wird dann auch sehr gut, hoffentlich. Keine Quests hier. Ja toll, jetzt muss ich wieder nach Mondsigny. Na toll. Keine Quests hier. Was ist denn los? Wo sind die Quests bei Alsius? Ich habe immer so wenig Quests. Oh je.